Wie kommt mein Auto so schnell darüber? Habe ich es getroffen? Ja, Chicken, du hast getroffen. Bist jetzt glücklich. Das glaubst du eher. Ah, war das nicht die, wo ich sie meistens überhaupt nicht gefunden habe, wie ich überhaupt ins Gebäude kommen soll? Mal gucken, ob ich das immer noch nicht weiß. Beziehungsweise wie vergessen habe. Was war das denn jetzt für ein... Man schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Nö, ich bin besser als tot. Können wir uns nicht durch den Kamin quetschen? Ho, 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 ja. Betsy macht jetzt einen auf Weihnachtsmann. Ho, 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 ho. Ich finde, ich habe mit der Detektivsicht irgendwas. Muss auf jeden Fall irgendwo ins Gebäude rein. Aber wo? Nein, kann man nicht. Eddie ist so unendlich nervig. Scarecrow macht mir keine Gänsehaut. Denn ich habe schon eine Hühnerhaut. Oh, Chicken. Ernsthaft. Voll unlustig. Ich immer noch. Das ist ja auch meine Stadt. Das ist eigentlich Betsys Stadt. Es geht ums Prinzip. Es geht immer ums Prinzip. Da musste ich von unten irgendwie. Wenn ich mich auf diesen Werbetafeln zwischen Riddle und Scarecrow entscheiden muss, nehme ich den Stromausfall. Ja, nehme ich auch. Nein, ich muss weiter aufnehmen. Wieso, Chicken? Dann hättest du keine Ahnung, wie viel Stunden an Akkuzeit. Als Kommissar Lob noch das Sagen hatte, konnte man sich wenigstens mit ein bisschen Schmiergeld Vorteile verschaffen. Das ist nicht möglich gewesen. Er hat es für alle ruiniert. Ja, ist doch schön. Lob oder? Wehe, ihr meint Gordon als alter Sack. Aber apropos, wo steckt unser ehemaliger Freund? Er hat uns ja die Freundschaft gekündigt, nachdem er erfahren hat, hey, Barbara arbeitet für uns. Er hat meinen besten Freund verloren. War ich hier gerade schon? Irgendwie habe ich auch gerade die Orientierung verloren. Kann ich noch eins runter oder fahre ich denn ins Nirvana? Könnte da noch. In die Mitte. Ich glaube, ich habe eine Bombe auf der Straße gesehen. Wir hätten abhauen sollen, als wir es noch konnten. Stimmt doch gar nicht. Wo soll irgendwo die da oben hin? Vieh. Kann ich einfach eine Tür eintreten? Die Fledermaus muss endlich sterben, kaum zu fassen, dass sie noch keiner ausgeschaltet hat. Naja, kaum zu fassen, ne? Der Arkham Knight ist mutig. Bist du überhaupt? Was muss sein, wenn er sich an die Fledermaus herantraut, nachdem der den Joker abgemurkst hat? Ach ja. Das ist das Chicken, ja. Irgendwo an der anderen Seite vielleicht ein Eingang. Abgehört, die Jungs vom Pinguin hatten die Fledermaus im Visier, bis einer seiner Helfer aufgetaucht ist. Ja, einfach die Scheiben zerdeppern. Einfach die Scheiben zerdeppern. Jetzt habe ich die Scheiben aus den Augen verloren. Ich habe mich schon gefragt, wie er
es dauert, bis Dan sich blicken lässt. Wo sind die Scheiben? Da ist noch so was. Da sind die Scheiben. Was, sollen wir uns die ganze Nacht lang von Scarecrow belehren lassen? Ja. Nein. Nein! Nein! Oh! Tiefer runter, Betsy. Don't mind me. I'm just einbrechen, okay? Was haben wir denn hier so? Ja, einfach durchs Fenster fliegen. Und nebenbei hier, ne? Diese Dinger auch hier zerstören, diese schwarzen, ne, neben der Glasscheibe. Einfach so zerdeppern. Rattler wird es noch bereuen, sich mit Catwoman angelegt zu haben. Die ist rachsüchtiger als die Fledermaus. Hm. Also würde ich jetzt hier als Garrett rumlaufen, hätte ich das mitgenommen, sicherlich. Ja. Aber wir sind nicht Garrett. Wir sind auch nicht Selina. Da marschiert eine verdammte Armee rum und selbst die hat ihn noch nicht erwischt. Wayne Enterprises, Pledges. 300 Millionen! Zu Arkham City. Redevelopment? Als ob Scarecrow genug Gas hätte, um die ganze Stadt zu vergiften. Okay, Betsy. Klettern. Was steht da in der Zeitung? Strange Legacy. City Hall. Ponders Future of Prisoner Care in Gotham. McCallum holds Vigil for Missing Principal. Sieh dir das nur an. Bomben auf der Straße, Soldaten auf den Gebäuden. Wo kommen diese Milizen eigentlich her? Just Jack. Jack Ryder's Weekly Column. Oh nee, was für ein Müll schreibt er da? Ich würde es ja lesen, aber das ist zu klein, die Schrift. Da müsste man tausendfach ranzoomen. Hugo Strange hat uns zwar auch belehrt, so wie Scarecrow das tut. Ja, schön für euch! Uns auch zu essen gegeben. Ich denke, ich auch durchgekonnt. Ja. Ja, hätte ich. Glückwunsch, Chicken, du hast es versaut. Aber da hinten war ja hier irgendwo noch was zum Durchfliegen. Da vorne. Ich wollte schon sagen. Ich pralle ab. Ich wäre so sät hinterher. Auf den Schultern der Giganten. Was für Schultern? Was für Giganten? Die einzigen Giganten, die ich gerade wüsste, wäre... Ne? Arkham Origins auf der Pioniersbrücke. Wenigstens habe ich eine Seele im Gegensatz zu dir. Mein Auto macht komische Sachen. Ruhe! Passt, Chicken. Aber. Ich lasse mich allerdings durch den Holo-Timer vertreten. Ein Rennen. Es ist Batman. Wow, da war ja gerade der Schleudersitz sowas von super auf meiner Seite. Mich gar nicht. Boah, Schleudersitz. Wirklich. Ja, ich muss irgendwo mal Schwung holen beim GCPD. 17 Sekunden. Na komm, gib mir Schwung.
Das war nicht Schwung genug. Was ich so höre, wird Batman immer schlimmer. Er schlägt fest dazu. Okay, das müssen wir nochmal machen. Ja. Kläglich gescheitert. Man sollte nie seine Werkzeuge beschuldigen, dunkler Ritter. Aber da du diese Bat-Seifenkiste gebaut hast, kann sie ja nur unterirdisch sein. Seifenkiste? Ich hab die nicht gebaut. Ich hab sie in Auftrag gegeben. Ich hab Lucius die Entwürfe. Ja gut, ich hab einen Entwurf gemacht. Mit den ganzen, ne, Knarren. Also siehst du da draußen seine Armee, meinten die das echt ernst? Was, die meinten das ernst mit der Armee? Ist ja nicht so, als hätten wir schon die Miliz seit keine Ahnung wie vielen. Oder sind das die Giganten, von denen die Rede war? Ach, mir doch egal. Chicken, wenn dir es wirklich egal ist. Wieso hast du es gerade dann gefragt? Nein, das war nicht Bruce. Das war nicht Bruce. Na, let's try it again. Jetzt. Ja, ich müsste eigentlich entlang der Brücke. Jetzt habe ich wieder meinen Schwung verloren. Okay, wir gehen nun wieder zurück. Deine Kommentare überfordern mich. Ja, wie kann so ein einzelner Mensch so viel Schwachsinn reden und sich dabei selbst lieben? Ich frag mich, wer den verraten hat. All wie die Fledermaus und genau! Wäre er dir jemals an einer Partnerschaft interessiert, würde er sich einfach klonen. Zweites Geld, ja. Diese Panzer und alles müssen ein Vermögen gekostet haben. So, Brücke. Ja, sieht doch jetzt gerade mal besser aus. Ach, tut es das. Erst taucht eine Armee aus Gangstern auf, dann wachsen Riesenpflanzen aus dem Boden. Ich dachte, wir hätten heute leichtes Spiel mit Gotham. Kann wieder knapp werden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yay! Das war so ein Freudensprung. Yay! Ja, war einfach aus Panik wieder M? Nein! A gesmashed. Eigentlich ist das Quadrat. Ja, M. Wer kennt sie nicht, die geheime M-Taste auf dem Gamepad? Ja, die geheime M-Taste. Da muss ich wahrscheinlich auch noch warten. Ich könnte dich eigentlich mal holen. Wenn ich jetzt hier wieder zurück nach Miagani fliege. Immer diese Wettrennen, die mich am anderen Ende der Welt absetzen. Was kommt als nächstes? Gegen all diese
das andere Ende der Welt. Ah, würde ich einfach Barry fragen. Hey Barry, kannst du mal kurz rüberflitzen? Warte, hier war das eigentlich auch böse versteckt, wie man da reinkommt. Was wurde gecancelt? Was wurde gecancelt? Championship Fight. Albert de Goliath King versus Ted the Wildcat.